Zugfahrt an sich, also ich fand die recht ruppig und es war eng und der Zug musste auch wegen Tieren, Kühen manchmal bremsen und so. Ja. Viele Tunnel. Ja. Wie die Insel so ein bisschen. Nicht alle haben den rechten Weg erwischt nach der Teilung der Gruppe in Einkäufer und Vorausgeher. Zum vermeintlichen Weg, der sich aber herausgestellt hat als ja, Hirtenstraße und sonst irgendwas. Und zwischen Stacheldraht und Dornen konnte man dann wählen, wo man lieber hängen bleibt. Die erste halbe Stunde. Treffpunkt war dann quasi eine kleine Brücke. Mehr wussten wir nicht. In greifbarer Nähe, so ja. Eine Stunde vielleicht. Da wir dann aber den Weg nach unten genommen haben zum Wasser, um die Brücke zu suchen, das war leider die falsche Entscheidung, da es ein Umweg war und wir mindestens 3 bis 4 Stunden nach dieser kleinen vermeintlichen Brücke gesucht haben. Ende gut, alles gut. Tag sind wir erstmal morgens um 6.30 Uhr, glaube ich, aufgestanden. Haben uns soweit gerichtet, sind ohne Frühstück losgelaufen. Haben dann beim Refuge haben uns dann getroffen und gefrühstückt erstmal aller Genüsslichkeit. Erster Highlight war auf jeden Fall mal das Frühstück. Und dann sind wir da weitergelaufen in Richtung über einen Wasserfall. Haben uns dann auf dem Weg zur nächsten Bergerie gemacht, wurden von Pferden überholt. Gut, dann nach der Bergerie sind wir dann zu einem See gelaufen. Es waren auch noch schön die frei lebenden Tiere, die vielen korsischen Wildkühe und frei lebende Pferde haben wir dort, glaube ich, auch gesehen. Genau, also das war schön zu sehen. Die Kühe, die tauchen überall auf, auch wo man es nicht vermutet, auch in gewissen Höhen auf Bergen, wo man es eigentlich gar nicht denkt oder erwartet, dass sie dort auftauchen. Also korsische Kühe, ich habe das System noch nicht ganz verstanden. Die laufen halt überall frei rum. Die wieder einzusammeln, das hilft. Also wir standen an diesem See und das war wirklich eine Felswand außenrum. Und irgendwo war so eine flache Stelle auf diesem Felskamm. Und da stand eine Kuh. Und es war für uns kein Weg ersichtlich, wie sie da hochgekommen ist.
weiß nicht, vielleicht ist er da oben geboren und seitdem ist er halt da. Also. Also am Tag 3 sind wir aufgewacht an dem Kuhsee, also wir nennen den Kuhsee. Und dann sind wir wieder den gleichen Weg zurück, den wir am Vortag, am Nachmittag gegangen sind. Genau, runter ins Tal wieder und sind aber dann eine andere Bergkette hochgegangen. Genau, und sind dann wieder zu einem anderen See aufgestiegen. Das war ein bisschen urwaldmäßig. Stimmt, ja genau. Nee, ist dicht. Wenn man auf einen Berg hochgeht und nachher geht es wieder runter, gibt es da irgendeine Grundregel, die man beachten sollte? Masse schiebt. Also die Masse musste erst hoch. Und ich glaube, dieser Pass, der war sehr steil. Also das war eher eine Kante als ein Pass. Also es ging hoch und dann ging es wieder runter. Also man stand da quasi oben, glaube ich, 1 Quadratmeter, 2 Quadratmeter und dann ging es schon wieder runter. Und das Ganze zwischen 2 Felszacken. Also rechts, das war quasi eine Zinne in diesem Kamm. Genau, das sah schon sehr beeindruckend aus. Jacques Le Lac. Natürlich startet der Tag mit einer heiligen Messe und einem ordentlichen Frühstück, wie es sich für Pfadfinder gehört. Und dann ging es weiter hoch auf den Berg, auf den Grat, wo wir dann eine Gratwanderung gemacht haben, bis zum Refuge.
wir dann noch eine gemeinsame Abendrunde im Refuge. Hatten uns einfach hingesetzt, angefangen, die Gitarre auszupacken und Lieder zu singen. Und plötzlich hatten sich einen Kreis gebildet und es waren über 30 andere Leute noch um uns herum. Und wir haben uns immer abgewechselt mit korsischen Liedern und deutschen Liedern. Wir wollten eigentlich schon an diesem Tag auf den Monte Rotondo, den zweithöchsten Berg mit 2608 Metern. 22 Meter. Jedoch das Wetter war nicht besonders prickelnd. Deswegen haben wir uns entschieden, dass wir dann das erst am nächsten Tag machen. Und letztlich war das eine wunderbare Entscheidung, weil wir das am nächsten Tag dann morgens früh gemacht haben. Und da war das Wetter herrlich klar, so wie heute. Wunderbar blauer Himmel und die Sicht war einfach wunderbar von dem Gipfel aus. Man hat bis zum Meer gesehen in verschiedene Richtungen und klar, es ist auch der zweithöchste Berg Korsikas. Highlight war schon der Monte Rotondo auf dem Gipfel. Ich denke, das war auch mein größtes Highlight, ja.
Langsam kommt der Hirnfrost. Und jetzt müssen wir die Augen noch aufmachen. Oh, ich habe einen Geldbeutel in der Hosentasche. Also, das Wichtigste war erstmal, wir wollten kochen. Wir waren natürlich völlig erschöpft und hatten Hunger. Und haben überlegt, was soll es jetzt zum Essen geben? Und dann hat da Daniel gesucht, was es denn so gibt. Und was hast du denn dann gefunden? Ich habe meinen guten alten korsischen Käse gefunden, den wir extra unter eine Plane in den Schatten gestellt haben. Wir haben nur nicht bedacht, dass unter dieser Plane über 40 Grad heiß werden würde und dass quasi in meinem Plastikbeutel der Käse zu schmelzen anfangen würde und sich über meinen und andere Rucksäcke ergießen würde. Und der ist dann zur vollen Reife gelangt, sodass wir den kompletten Käse, den wir hatten für den ganzen Tag, einfach alles ins Essen reingehauen haben. Sogar der Patrick wurde satt. Patricks Motto ist doch, es gibt nicht zu viel. An dieser Stelle muss ich kurz unterbrechen. Ich war zum ersten Mal mit den katholischen Pfadfindern unterwegs. Und wenn ich auch aus einer früheren Begegnung die Regel kenne, Fett ist ein Geschmacksträger, habe ich auf dieser Reise erst bemerkt, dass die kulinarischen Aspekte generell eine sehr hohe Aufmerksamkeit genießen. Die Ernährung eines katholischen Pfadfinders in Korsika ruht auf drei Säulen. Erstens Nutella. Was gab es eigentlich? Wir hatten, Brot mit Nutella einfach, oder? Was, ich glaube, hatten wir, ja gut, Brot mit Nutella, Brot, ja. Also du weißt, Toastbrot sogar noch. Stimmt, ja. Nutella-Toast. Nutella mit Toastbrot. Im Zweifelsfall Nutella. Ein Segen morgens. Kein Müsli, sondern wunderbares Nutella-Brot. Mhm. Ja. Nutella ist unschlagbar, wenn man es seinem Vordermann in den Rucksack reinpackt, weil der einfach langsamer wird und unglaublich viel Gewicht mit rumschleppen muss. Ist gut, um die Spitze auszubremsen, damit sich die Gruppe schön in einem Haufen hält und nicht zerteilt oder sich so aufsplittert. Wir sind mit 12 Gläsern Nutella, hatten wir, glaube ich, am Anfang. Leider Gläser, das heißt, wir hatten auch unnötiges Gewicht, aber es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt, ja. Die zweite Säule sind Kekse. Man darf die Bedeutung der Kekse nicht unterschätzen, wenn es zur Fahrt geht. Und drittens, da dies ganze Jahr ein Abenteuer war, korsischer Bergkäse. In der einschlägigen Fachliteratur mehrfach kritisch gewürdigt und besprochen, griffen auch die kulturaffinen Pfadfinder selbstverständlich wiederholt zum eigentlichen Gold der Insel. Also wenn ich zwischen Gouda, Camembert und korsischem Bergkäsen entscheiden dürfte, dann würde ich auf jeden Fall den korsischen Käse nehmen. Wenn man den korsischen Käse gegessen hat, schmecken einfach alle anderen Käse exzellent. Oder nach nichts. Oder nach nichts. Also er ist eine wahre Bombe. Ja, der korsische Käse ist ein sehr spezieller Käse. Er riecht sehr gut und intensiv. Und es schmeckt sehr auch intensiv. Und es schmeckt auch sehr intensiv, so leicht salzig. Aber sonst finde ich sehr gut. Ja, man kann ihn essen, abgesehen von dem sehr intensiven Geruch, aber sonst also. Würzig und ja. Stinkig. Andererseits, ich meine, Bear Grylls würde sagen, bei so einem korsischen Käse, der lockt Fliegen an und Fliegen sind ja nichts anderes als weitere Proteine, die man nicht suchen muss, sondern die auf einen zukommen. Ich meine, das ist doch schon ein Luxus. Und den Rucksack kann man mit dem Käse ja auch imprägnieren, dass man, dass man auf jeden Fall wiederfindet, wenn man mal verloren hat. Und er hilft gegen Diebstahl. Also wenn vor mir liegen würde ein Gouda, ein Camembert und ein korsischer Käse, dann dann würde ich den korsischen Käse essen, damit ich ihn nicht mehr riechen muss. War wunderschön, links ging es runter, rechts ging es runter. Und die Sicht war fantastisch mit diesen Felszacken.
erst steil hoch, dann wieder steil runter. Ich ging sehr auf die Knie, vor allem, man muss ja beachten, wir hatten vormittags den Rotondo noch mitgenommen. Und dann im Nachhinein noch die ganzen Rucksäcke auf dem Rücken. Das war dann, ja, ich sag mal so, die Aussicht hatte ihren Preis. Aber wir wurden dann entschädigt mit einem tollen Lagerplatz. Mhm. War an einem schönen Bach, konnten uns ausgiebig duschen mit Wasser und waren dann wieder frisch. Und ja. Abendrunde haben wir keine mehr hingekriegt. Das war dann einfach zu spät. Da sind wir einfach erschöpft gewesen. Ja, ich glaube, es war vielleicht auch gut so, weil sonst wären wir alle am nächsten darauffolgenden Tag unausgeschlafen gewesen. Und so hatten wir genug Energie. Genau, weil am nächsten Tag mussten wir ja dann gleich weitergehen zum Monte Oro. Und wir hatten vorher geguckt, wie es mit dem Wasser ist. Wir waren dann schwer bepackt. Jeder hatte 3 Liter mindestens an Wasser dabei. Manche 4,5, manche 5. Und dann sind wir steil hoch. Aber das war gut mit Rucksäcken. Wir haben innerhalb von 2 Stunden 700 Höhenmeter mindestens gemacht. Ja. Was danach vielleicht ein bisschen nicht angstauslösend war, aber schon so ein bisschen Befürchtungen bestätigt hat, war eben, als dann wir die Quelle gesucht haben, die ja nicht aufgetaucht ist. Genau, da wusste man nicht, ob es die gibt. Und dann hat sich das befürwortet, sodass wir überlegen mussten, wie es weitergeht. Mhm. Wir hatten jetzt alle noch 2 Liter Wasser und es hieß auf der anderen Seite vom Mont Oro, vom Runterstieg, da ist eine gefährliche Stelle. Das heißt, wir mussten genug Wasser und auch noch ein bisschen was zu essen aufsparen, einfach um genug Energie zu haben. Und eventuell den Rückweg. Also wir wussten nicht, ob wir da runterkommen. Das haben uns alle gewarnt. 2 Minus-Kletterstelle. Die Mädchen damals, die Pfadfinderinnen, sind umgekehrt beim Hochlaufen schon und runterzuss ist es ja noch schwieriger. Ja, kann man ja runterfallen oder so, da müsste man schon, muss man schon aufpassen sein. Aber wir haben uns dann gedacht, wir probieren es erstmal aus, wir machen es praxismäßig, Internet ist uns wurscht, was die anderen Leute sagen. Versuch ist es wert. Wir versuchen es. Ja, und dann war es eigentlich ein Witz, also die Stelle. Genau, es gab weitaus schlimmere Stellen, die wir schon gemeistert haben. Nicht allzu rutschig, gute Griffe, fester Stein, ich meine Granit. Für mich ging die Fahrt an diesem Abend auch schon fast zu Ende. Am nächsten Tag unten im Tal fuhren die Pfadfinder nach Süden, ich nach Norden. Die Fähre brachte mich heim nach Italien, in die Stille der Berge. Mitgenommen habe ich Erinnerungen an schöne Tage. Und ich danke den jungen Männern, die ja fast alle Priester werden wollen, für die tägliche Mitfeier der Heiligen Messe, die Weichten, das Gebet und die Gemeinschaft. Denn nur unter Kameraden, die gemeinsam durch die raue Bergwelt dieser Insel gezogen sind, schmeckt der korsische Käse wirklich.